Folge 227 von Simotrans. Wir sehen hier unsere Lastwagen mit dem Weizen vom Obsthof Richtung Umschlagplatz fahren. Wir sollten gucken, was wir als nächstes dann machen. Der Obsthof war ja jetzt sozusagen erledigt, ne? Da müssen wir jetzt gucken, was wir da haben. Der war ja hier, das ist ja jetzt Weizen und Obst war da. Das wird definitiv gemacht. Beides wächst da. Ja, super. So, was haben wir hier? Möbelbude? Ne, Holzwerk. Holz und Bretter, das läuft. Geräte, Maschinenfabrik kriegt was und Baustofflager kriegt auch was. Das ist aber alles angeschlossen, das hat man schon erledigt. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir mal in die Fabrikliste und gehen mal da los. Schauen wir da mal rein. Fangen wir oben an. Das ist ein Bauernhof. Und der hat Vieh, Milch und Eier. Alles ist da. Aber ich glaube, Eier ist klar, Milch ist klar. Aber ich glaube, Vieh ist nicht klar. Hier auf dem Markt wird kein Vieh verkauft, oder? Das ist kein Viehmarkt. Ne. In dem anderen Markt, Radolfzell, da ist, glaube ich, auch kein Markt. Auch kein Viehmarkt. Ne. Eier und Milch geht auf jeden Fall hierhin, brauchen wir also nicht weiter gucken. Und die dritte Stelle ist die Bäckerei, die sowieso kein Vieh braucht. Das bedeutet, wir müssen Dingens haben, sag schon. Irgendwie eine Fleischerei, Schlachterei oder irgendwie sowas. So, wir schalten einmal um. Warte mal, die Liste machen wir jetzt erstmal zu. Und Liste habe ich zu. Editor brauchen wir dann. Das ist hier hinten. Und dann Industrie hinzufügen. So, F wie Fleischerei. Fisch. Ne, Fleischerei gibt's nicht. Dann gucken wir mal nach Schlachterei. Schlachthof, da ist er. Gut, dann müssen wir den machen. Machen wir mal hier alle Zonen. Ich habe eine Zufallszahl von auf der 512er Achse bei 370 und auf der 476 Achse auf 74. Das bedeutet, wir machen mal die Karte auf. 370. 4, ja, das muss hier irgendwo sein, ne? Was haben wir da? 369. Wir brauchen 370. Und jetzt müssen wir noch nach da unten. Wo liegt das neben Wasser? Da unten ist Wasser. 370. 74, 370, 74. Bom, passt. Okay, schließen. Schlachterei ist da. Wieder umswitchen. Das kann alles zu. So, die Schlachterei braucht jetzt das Viehzeug. Ja, vielleicht mal besser Dingens, aber ja, nee. Machen wir wieder die Liste auf hier und gehen mal gerade nach dem Hof hin. Wo war der? Da war der, okay. Und wir sind da. Die Viecher können so fahren und die Viecher können über den Seeweg fahren. Ich glaube, Seeweg und Viecher, wüsste ich nicht, dass man das macht. Viehtransporte, denke ich mal Eisenbahn, oder? Aber das war... Na, jetzt kriege ich es nicht größer mehr gezogen. Was haben wir hier? Straße. Straße geht dann hier und da geht's mit der Eisenbahn weiter. Ist natürlich eine Rundreise dann, ne? Puh. Ja, aber der Hof ist da. Und der wird hier von der Straße bedient, ne? Ich würde tendenziell sagen, dass man vielleicht jetzt hier von da nach da das macht und doch... Kann man denn Vieh auf dem Wasser transportieren? Das ist die Frage. War hier der Hof? Die Reederei, ja. Reederei. Die Werft. Ich glaube, das geht nicht über Wasser, oder? Ich wüsste es jetzt nicht, also. Weizen, Vieh, da ist Vieh. Doch, kann man wohl. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 60, 110, 70,
keine Schubschiff oder sowas, keine Ahnung. Der ist natürlich am flottesten hier unterwegs. Das ist ein Schubschiff, ne, oder? Inselversorger nennt sich das. Sieht aus wie ein Schubschiff. Ich würde dann den hier favorisieren, weil die Menge da passt, ne? Ist eine Fähre. Okay. Zack. Achso, wir haben noch keine Häfen, ne? Dann kann das noch nicht funktionieren. Würde dann hier anlanden, ne, oder? Ja, ist so, ne? Ja, machen wir so. Dann müssen wir hier noch einen Hafen bauen. Karte erstmal weg. Hafen heb's hier. Anleger. Frachthafen. Haben. Nehmen wir den. Zack. Dann eine Straße dahin. Zack, 100 km/h. Noch da. Und tendenziell würde ich jetzt einfach sagen, ein Depot dahin, dann unsere Ladebox und dann, ja, das kann weg, LKW und dann machen wir hier einen Viehtransporter raus, Viehtransporter haben wir da, gibt es bestimmt auch einen Anhänger zu, genau. Dann gibt es da noch einen Fahrplan zu. Der ist von da nach da. Der erste kriegt 100% Ladung. Das wird eine neue Linie und die Linie heißt LKW Vieh. Oh, da. LKW. Aha, Großschreibtaste ist wahrscheinlich an. Vieh. Passt. Ändern, ändern. Und so gut. Und starten wir einen, ne? Starten. Ach, ich glaube, wir haben es gerade falsch rum gemacht, ne? Super, gut gelaufen. Ja. Das war falsch rum. Das Vieh kommt von da hinten nach hier. Doof gelaufen. Fahrplan. Linie ändern. Da 0. Und da 100. Und Stopp. Der fährt jetzt darüber. Das ist passend. Das ist schon erledigt, das ist zu. So, R. Kriegt einen Fahrplan. Ne, da. Der kann da schon mal hinfahren, ne? Ne, doof gelaufen. Fährt von da döbeln und da kriegt er 100% und fährt dann nach da und entlädt da. Das ist eine neue Linie. MS Vieh. Enter, Enter. Schließen. Hat geklappt. Und startet. Fährt. So, das bedeutet, wir gehen jetzt hier zum Hof. Karte kann jetzt, glaube ich, auch weg im Endeffekt. Minimieren. Dieses kann auch weg. Ist ja der falsche Dingens. Jetzt ist die Frage, wer fährt hier was? Ist das
Der bringt Stückgut. Vieh läuft ja wohl nicht unter Stückgut, ne? Das weg. Das weg. Das weg. Depot. Wo ist das Depot da? LKW. Vieh. Ne, noch tiefer. Ne, war zu tief jetzt. Da ist Vieh. Okay, der. Mit dem. Und kriegt einen Fahrplan, der da losfährt mit 100% Ladung. Okay. Und fährt nach da. Aber der kann da nicht entladen, oder doch? Ist das ein passender Ladestopp da? Ich glaube doch, ne, oder? Sollen wir gleich mal gucken, fährt da hin. Und neue Linie. LKW Viehhof. Schluss, Schuss. Fertig. Starten. Der fährt jetzt da los. Kann 26 Vieh transportieren. Den hier können wir zumachen, den brauchen wir gar nicht mehr. Den verfolgen wir jetzt. Okay, da kann man schön das sehen, wie der aussieht. Machen gerade mal schneller und gucken, ob das Vieh da seinen Weg findet. Ja, findet es schon. Fahren wir weiter und gucken, ob er auch entlädt. Aber ich glaube, der Hafen da, der hatte schon den passenden Ausladerstopp da, ne? Genau. So, der bringt jetzt das ganze Vieh dahin. Und alles ist gut. So, das ist die Kette Vieh. Und zwar müssen wir jetzt noch hier hinten wieder hin, weil jetzt müssen wir das Fleisch, ja, die Kühlware wegkriegen hier noch. Und zwar, was war das? Ja, Fleisch, richtig Fleisch. Ach, Verpackungsmittel brauchen die auch noch. Die Verpackungsmittelfabrik war beim Zementwerk. Da kam das ja mit. Nochmal Karte. Die lagen ja hier, die müssten ja auch hier, gibt's die hier Vorräte? Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Zementwerk. Schüttgut ist hier nur. Da ist ein Schüttgut-LKW. Bringen die auch was anderes hier? Ne, ich glaube nicht, ne? Aber hier wird doch auch Stückgut angeliefert, oder? Vertue ich mich. Ist das hier ein Stückgut-LKW? Ja, das bedeutet, das müsste eigentlich auch funktionieren. Das Zementwerk braucht auch Verpackungsmittel, ne? Ja, dann würde das bedeuten, dass das hier auch laufen kann. Nur lass mal hier hingehen. Ich glaube hier, was wird hier angeliefert? Sand und Steine. Das ist doch Stückgut hier, ne? Zement, Sand und Steine. Doch, das sind Paletten. Das ist also Stückgut, oder? Oh, gute Frage. Was liegt denn jetzt hier? Stückgutpaletten. Das würde bedeuten, das Schiff. Stückgut und fährt doch darüber, oder? Das hier müsste doch das dann auch mitnehmen können, oder? Ja, das fährt hin und her. Wenn das hin und her fährt, dann könnten wir ja von hier nach da das rüber transportieren, oder? Oh, jetzt habe ich wieder das gemacht.
Weil das ist ja dann, diese Schiffsverbindung ist doch gut. Könnte man mitnutzen und geht hier hin und sagt ganz einfach, wir fahren hier mit einer Straße und einer Brücke nach da drüben, oder? So weit ist es nicht auseinander. Würde ich jetzt mal so machen wollen. Heben wir das an. Ich glaube, so geht die Straße rüber, oder? Nee, da müssen wir Brücke haben. Irgendwo muss hier eine Brücke sein. Was ist das? Stadtbrücke, ne? Spannbetonbrücke, ja. Und der eine Autobahnbrücke. Schrägteilbrücke. Die will ich doch mal sehen. Ja, die ist doch gut, oder? Die gefällt mir. Die wäre noch cooler gewesen, ne? Na, jetzt haben wir die. 100 km/h. Oh, das hat ja gut geklappt hier, ne? Die will ich aber nochmal weg haben. Dieses Stück Straße mag ich da jetzt nicht. So, passt's. Und so, oder? Das kann zu, das kann zu. Und wir müssen jetzt hier nur einen LKW für Fleisch haben. Da ist Fleisch. Gibt es auch Anhänger? Ja, sieht wohl so aus, dass es für beide einen Anhänger gibt. 16 Paletten ist natürlich schon eine bessere Nummer. Der hat die Achsen auseinander mit 18 Paletten und der hat sie mit 12 Paletten zusammen. Der kann 80 fahren, der kann 80 fahren. Ja, komm, zack, wir nehmen den. So, das ist dann Fahrplan. Der ist dann da zu Hause. Ja, und wird dann schwierig, wie ich gerade schon sehe, dann, ne? Weil, ne, der steht ja da. Wir müssen eine zweite Haltebucht hier haben, anders funktioniert das nicht. Aber machen wir da. Oh, so halt muss auf Straße sein. Dann müssen wir doch erst das umbauen. Eine Bucht. Passt. Hinzufügen. Da 100% Fleisch. Und dann nach da drüben. Und hier wartet der dann da. Ne, hier holt das ja weg, oder? Ne, da bringt das hin. Zu dem. Das ist eine neue Linie. Und das ist LKW Fleisch. Nee, Quack, da machen wir jetzt Blödsinn. Verpackungsmittel ist das. Aber weißt du was? Wenn man da schon, machen wir es richtig, ne? Das ist hier die Fleischverpackung. Passt. Und Start. So, jetzt haben wir die Fleisch, aber dann habe ich wieder die Linie falsch gerade gebaut. Haben wir wieder gut hingekriegt. Linie ändern, weil er muss da stehen bleiben, weil die Verpackung kommt von hier und soll nach da hinten.
Das bedeutet wiederum hier 0 und da 100. Und fertig. Jetzt fährt er natürlich woanders hin, aber da muss er ja gar nicht hin, sondern er muss da hin. So, jetzt wartet er da auf die Verpackung, ne? So, jetzt kriegen wir da Vieh hin und wir kriegen da Fleisch hin. Verpackung hierher, einfach aus dem Grunde, weil wir... Ah, super, selbst der LKW ist falsch. Das ist jetzt der falsche LKW. Super, oder? Das Fleisch muss wohin? Da haben wir noch gar nicht. Komm, dann bringen zum Depot. Das hat ja keinen anderen Sinn erstmal. Gut. Und dann brauchen wir einen Verpackungs-LKW. Verpackung. Verpackungsmittel. 13, 12, 13, 80 km/h. Der ist ein Cent billiger. Und 12 Paletten, 9 Paletten. Nehmen wir die 12. Kriegt jetzt hier die Verpackungslinie. LKW, Backwaren, nee. Fleischverpackung, starten, schließen, schließen und jetzt müssen wir da nochmal gerade reingucken. Der fährt jetzt zum Bahnhof, hier, zum Bahnhof sage ich schon, zum Hafen und kriegt die Verpackung, die er dann zum Fleischladen bringt. Das passt dann schon. Der fährt bestimmt, naja, diesmal fährt der richtig. Gut. Das heißt, wir haben das Vieh, was da hinkommt, und wir haben das Fleisch, was da hinkommt, richtig? Die Verpackung. Jetzt müssen wir dann nur gucken, dass das andere wegkommt. Warte, Vieh ist ja schon mal hier angekommen, ne? 104, das ist schon mal gut. Jetzt muss man nur gucken, wo das Schifflein fährt. Das ist nicht das Schifflein. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, ne? Läuft dann erstmal. Und jetzt müssen wir noch nach Verpackung gucken. Liegen hier vielleicht rein zufällig schon Verpackungen? Nee. Der Stückgut, der fährt noch da leer durch die Gegend. Verpackung war doch hier, ne? Lotto Zementwerk. Über Lotto Zementwerk. Schlachthof, passt. Das haben wir richtig gemacht. Also Verpackungen kommen dahin, Vieh kommt dahin. Das bedeutet, wir können dann in der nächsten Folge hier zusehen, dass wir das Fleisch dann dementsprechend weiter kriegen. Und dann ist die Frage, wo geht das Fleisch hin? Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare unter das Video schreiben und genauso gut das Video auf anderen Kanälen teilen, damit alle mitkriegen, wie schön Simotrans ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.